Er liebt Melones. Melones. Und er wollte eine Melone inside a watermelon putten und hat dann eine Watermelon in a watermelon in a human gemacht. Und das ist jetzt seine Frau. Guten Morgen, Internet. Heute haben wir Stockfotos und wir müssen uns an die Geschichte dazu eindenken. Beziehungsweise, wo könnten diese Stockfotos eingesetzt werden? Habe ich eindenken? Ja. Ich bin komplett verrückt. Was sind denn Stockfotos, Kelly? Stockfotos sind, glaube ich, Fotos, die du dir einfach ohne Rechte runterladen kannst. Oder manchmal auch mit Rechten. Da kannst du auch für bezahlen. Ja, du kannst halt dafür deine... Gibt auch free Stockfotos. Und dann zum Beispiel hast du eine Website für Darmerkrankungen. Und dann hast du halt ein Foto, wo jemand so... Darmerkrankung. Ja, kann ja einfach sein. Für jede Situation schon fertig geschossene Fotos, falls mal schnell gehen muss. Gibt's auch bei Filmen, heißt dann Stock Footage. Genau, richtig. Ne? Stock. Richtig. Und da müssen wir uns heute eine Idee zu ausdenken. Das Stockfoto. So, ich bin ganz viele Stöcke. Auf unsere Stockfotos. Gucken wir mal, wie die Stöcke aussehen. Ja. What the fuck? Warum? Also es gibt so viel weirden Shit da draußen. Also, Story von mir aus dazu, muss ich sagen, ist, er liebt Melones. Melones. Und er wollte eine Melone inside a watermelon putten und hat dann eine watermelon in a human gemacht. Und das ist jetzt seine Frau. Also da waren Keime und da ist ein Mensch rausgekommen. Das so werden Menschen gemacht. An der Frau. Ja, deswegen. Eine Frau mit sehr maskulinen Händen. Doch, 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 das ist ein Ehering. Die hat doch keine maskulinen Händen. Klar, doch. Ist schon ein Bauarbeiter. Also ich denke mal, das ist so ein Werbeslogan für You can love what you love if you love a watermelon. It's okay. You can love what you love if you love a watermelon. It's ja, das okay, hast du vergessen. It's okay. Das steht dann so drunter. So. It's okay. Gibt es nicht einen Fachbegriff für Leute, die gerne mit Früchten schlafen? Ich glaube, so Frutophilie oder so? Frutophilie. Oder Fruitsphilie, Melonely. Oder Laktose-Junkie. Vielleicht gibt es auch irgendein Wortspiel. Woman Melone. Woman Melone. Woman Melone. Ah, vielleicht ist es, wenn du Post Malone liebst. Dann, do you love Post Malone? Wenn man das Vice-Artikel. Buzzfeed. Buzzfeed verwendet bestimmt immer so Stockfotos. Ja, ne? Buzzfeed ist ein Stockfoto, ein großes. When you love Gut. Smoke with your baby. Kelly macht immer einen Jingle. Camel-Werbung. Camel-Werbung. Ja, das ist eine typische Zigarettenwerbung, so nach dem Motto. Ja. Wenn du vorraust, rauchst auch dein Kind und findest du das. Das ist halt das Ding. Das Kann kannst du halt. Das auf einer Zigarettenpackung. Das kannst du halt in so Osteuropa und so. Your nicht baby machen. Can das smoke klappt too. Nur in so ein paar europäischen Ländern, weil die Amis sind sowieso direkt voll anti-rauchen, was auch super ist. Aber wenn, wenn du so ein Bild in Frankreich nimmst, ne? Das juckt kein Schwein. Das sind solche Rauchschloten. Das weißt du, die sehen manchmal, so da gucken mich Leute an. Da gucken mich Leute an, die rauchen dann so. Und wenn du die dann anguckst, so ein bisschen so rauchen, dann sagen die, you don't like it? You don't like und dann weißt du, was sie machen? Die sind look at my baby smokes too. How does it feel when the baby smokes, huh? How does it feel? Und dann lassen die das Kind immer rauchen. My baby loves smoking. Also, okay. Das ist, glaube ich, Frankreich-Werbung für Zigaretten Baby, einfach. Ich glaube, das ist in Frankreich normal. Jeder kann für sich selbst entscheiden. Wenn Xinglong rauchen will, dann kann sein Sohn auch rauchen. Ja, genau. Shenlong. Und Xinglong. Ja, Sheng heißt er. Er macht gute YouTube-Videos, der Sheng. Oh, Papa! Forget. Das ist ein typisches Papa-hat-Spaß-im-Urlaub-Bild, oder? Ich glaube, das ist eine Anti-Pelz-Kampagne. Tragen Sie stattdessen Quellen. Das wäre gut für eine Anti-Pelz-Kampagne. Es gibt ja keine Auflösung. Wir müssen uns ja was dazu ausdenken. Wir sagen immer, was es sein könnte, aber... Finde ich auch geil, dass ihr die nicht gekauft habt, die Bilder, sondern stimmt, dass sie immer einfach, noch die Wasserzeichen dass die Wasserzeichen von schönen Getty so Images... So viel kriegen wir dann auch nicht von Funk, Leute. Nope. Das sind halt so Bilder, die kosten auch richtig Kohle. Tentakler. Wie heißen diese Tiere nochmal? Tentakler, ja. Ist richtig, ja. Trag kein Fell, trag Tentakler. Trag Tentakler. Ich glaube halt tatsächlich, dass ich so ein Typ werde. Kennst du das nicht, diese PETA-Kampagnen gegen Fell? Nee. Sind die von PETA, wo die Promis sich nackt fotografieren und dann lieber I go lieber rather naked than with pelts. Und das ist so... Tentakel. Aber wenn ich jetzt selber Körperbehaarung habe, darf ich damit denn gehen? Weil wenn ich kann ja so eine Kampagne nicht fahren, dann muss ich mich ja rasieren. Maybe. Ne? Also ich habe tatsächlich... Pro-Waffengesetz in den USA, würde ich sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das du bist,
Mit 40 schon. Weil du so gelebt hast. Hä, ich benutze Retinol, was willst du von mir? Retinol, nie. Alter, läuft. Retinoloid. Was ist das? Anti-Aging. Ernsthaft? Klar, ab 24 muss Warum? Man anfangen. Damit man keine Falten bekommt. Falten sind doch voll urig, voll attraktiv. Sieht sonst nicht so aus. Ich sag immer, meine Frau später ist mal so ein richtiger Beutel. Die hat richtig viel gelacht und sich sehr angespannt immer so gemacht. Das möchte ich nicht. Ich lache nicht gerne. Stimmt. Sie auch nicht. Sie ist in Danger. Ja, weiß ich nicht. Also das ist im Prinzip. Das ist das Albumcover von Hotline Bling. Wenn wieder sich ein YouTuber an der Hotline beschwert, warum sein Internet ausgefallen ist, weil er ist eine Privatperson, die dringend arbeiten muss, sonst verklagt er dich und du bist fuck, er hat recht. Ja, it's true. Ja. Es ist für mich auch das sinnigste Szenario. So, ein bisschen, ja, das ist es. Das ist es. Dagi! Dagi macht Stockfotos. Die sieht wirklich aus wie Dagi. Aber Dagi hat doch auch so ein Video gemacht mit Doppelgängerinnen von ihr. Die hat richtig viele, die so aussehen wie die. Das ist nicht positiv, Dagi, eigentlich, wenn man so viele Leute hat, die so gleich aussehen wie man selber. Dann sollte man sich selber mal so ein bisschen Style-Choices. Ich glaube, das ist auch in der Zukunft wird Mais überleben. Esst Mais. Zukunft wird Mais überleben. Zukunftsmais. Mais Weil ist Mais halt auch kann man auch auf dem Mars anpflanzen. Es gibt ja auch Maismilch und sowas. Ne? Man kann echt alles aus Mais machen. Ja, Maisbrot, Mais ist die Zukunft. Maiswurst, Maismilch. Selbst Milch, wenn du blind in der Zukunft Stärke, bist, wenn man du stark Mais wird. Riechen. Mais kann einiges. Mais ist echt ein heftiges Produkt. So. Mais ist hardcore geil. Also ich bin auch ein großer Mais-Fan, muss ich sagen. Bekennender Mais-Fan. Dass die Indianer da nichts draus gemacht haben. Ne? Übel Dummköpfe. So als dumm. Wenn irgendwelche weißen Idioten da gekommen wären, die einfach mal umgenietet hätten. Ja. Top. Dumm. Stell dir mal vor, wie Amerika jetzt heißen würde, wenn nicht die Engländer gekommen wären mit der Mayflower. Indien. Ja, Indianer, Land. Wusstest du, dass Indien nur Indien heißt? Ja. Weil... Mein Nacken tat mega weh gerade. Deswegen. Ich hab's doch wieder knacken. Ja, ja. Du bist so ungesund. Du bist so ungesund, hallo. Weißt du, ich gebe mir voll Mühe seit fucking 6 Wochen. War das Kolumbus, der losgefahren ist und nach Indien wollte, aber auf Amerika gestoßen ist und deswegen die einheimischen Indianer genannt hat? Fun Facts with Kelly. Das waren auf jeden Fall die Stockfotos. Das ist mir jetzt zum Mais eingefallen. Was euch eingefallen zu den Bildern? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht noch. Ist jetzt more creative als wir. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Vergesst nicht zu abonnieren. Nee. Gebt einen Daumen hoch, wenn wir noch mal so ein Video machen sollen. Dann sehen wir uns später. Und abonniert auf jeden Fall Finn Kleemann.